Herzlich willkommen bei Shorts at Moonlight, heute aus München, aus dem Olympiapark. Wir haben heute zu Gast Boris Kunz, Filmemacher aus München. Hallo Boris. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir reden kurz über deinen Film, der bei Shorts at Moonlight lief, Daniels Asche. Kannst du uns kurz einen Einblick geben, worum es denn geht bei deinem Film? Also es geht um die Sophia, die ist 19 und ihr Freund ist gestorben vor kurzem bei einem Autounfall. Und sie weiß, dass er sich gewünscht hat, dass man seine Asche nach seinem Tod im Chiemsee verstreut. Und die Eltern vom Daniel wollen das aber nicht. Und das Problem ist, Daniels Vater ist der Verleger, bei dem Sophias Vater Bücher veröffentlicht. Und die Sophia ist irgendwie, die ist einfach entschlossen, dass sie dem Daniel seinen letzten Willen erfüllt. Und das geht dann einfach nur, indem sie die Asche klaut. Und dann ist diese Familie plötzlich mit so einer Keksdose mit geklauter Asche unterwegs. Und die Eltern wissen das nicht, bis sie in eine Polizeikontrolle kommen. Und dann entdecken die plötzlich diese Dose mit der Asche. Und jetzt ist die große Frage, wie die Familie damit umgeht. Warst du dann bei Shorts at Moonlight, bei dem Festival vor Ort, bei der Preisverleihung? Also ich war bei der Vorführung, als der lief. Das war sehr schön. Wir haben jetzt hier noch einen Festivalpass liegen. Mhm. Der wird verlost unter allen Teilnehmern, die sich für das Gewinnspiel registrieren und da mitmachen. Ich würde dich jetzt bitten, zu unterschreiben und wenn du magst, noch irgendeinen Leitspruch, der dir beim Filmemachen hilft, draufzuschreiben, um ja, in quasi ein persönliches Statement noch auf dem Festivalpass zu verbinden. Mhm. Also es gibt einen ganz schönen Spruch, der nicht von mir ist, sondern von Michael Ende, der mal über seine Bücher gesagt hat, kein Leser soll sich schämen müssen, bei mir geweint und gelacht zu haben. Und das finde ich irgendwie so einen ganz guten Spruch, weil der mich daran erinnert, nicht irgendwie billige Effekte zu machen, sondern Dinge zu machen, die so ehrlich sind und die nicht nur darauf abzielen, jetzt irgendwie eine Wirkung zu erzeugen, dass dann auch jeder so sagen kann, du, ich habe da gelacht und ich fand es super und mir ist das nicht peinlich. Dann Boris Klier, vielen Dank. Danke auch. Wir waren hier in München, haben Boris Kunz zu Gast gehabt und auf Wiedersehen.